Ranja und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls ihr neu hier seid, abonniert sehr gerne den Kanal, da verpasst ihr keine neuen Videos. Wir lesen heute Fanfiction über mich. Ich lese sie über mich selber. Leute, ich dachte, die sei sneaky, aber ich habe sie gefunden. Ich habe eine Freundin gehabt, also ich habe immer noch eine Freundin. Und sie war so, oh mein Gott, keine Ahnung, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber sie war so, oh mein Gott, ich wette, es gibt Fanfiction von dir. Und dann hat sie gegoogelt und gegoogelt. Und es gab nicht nur eine, es gab wirklich auch beunruhigende Mengen an Fanfic, die ich jetzt auf den ersten Blick gefunden habe und die sie auch gefunden hat. Und ich habe mir gedacht, es wäre vielleicht ganz witzig, wenn wir zusammen uns halt mal eine durchlesen und mal gucken, was so passiert, okay? Was die wilden Sachen sind. Ich habe mir jetzt extra hier einen Wattpad-Counter gemacht, damit ich auf die blöden Fanfic-Seite gehen kann. Wir lesen heute die neue. Ronja ist gerade umgezogen, das bin ich. Und muss in eine neue Schule. Jedoch ist sie dort nicht so beliebt. Story of my life. Bis sie auf Izzy und ihre Freunde traf. Izzy und Ronja wurden beste Freunde. Doch Izzy fing an, mehr für Ronja zu empfinden. Nein! Wird Ronja auch von anderen angesehen, weil sie mit Izzy abhängt? Oder sind doch alle neidisch auf sie? Und wird Roman Izzys Leben erschweren? Das findet ihr heraus, wenn ihr die Geschichte lest. Ich weiß nicht, ob ich hier mentally prepared für sein kann, okay? Wir werden sehen. Ach, und bevor ich es vergesse, wir haben neuen Merch. Wir haben neuen Weihnachtsmerch. Einmal hier eingeblendet. Und neuen generellen Merch. Einmal hier eingeblendet. Ich krieg da auch bald die Pullis und T-Shirts zu. Dann könnt ihr die auch sehen im Video, wie die in echt aussehen. Aber ich bin sehr excited. Und falls ihr gerne Merch von mir zu Weihnachten hättet, dann guckt gerne auf den ersten Link in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch da welchen bestellen oder bestellen lassen von euren Freunden, Verwandten, Familie. Und jetzt geht's los. Ronja POV. Nun stehe ich davor. Davor, ob das Schicksal es gut mit mir meinte oder nicht. Ich betrete den Klassenraum. Chaos. Ich sehe eine Gruppe Jungs, die eine Flasche hin und her werfen. Ein Junge, der gerade scheint zu lernen, eine Mädchengruppe, die um einen Tisch stehen und zwei Jungen und ein Mädchen, um die die Mädchengruppe steht. Mann, ich vermisse Katha gerade. Wer ist Katha? Leute, wer ist Katha? Wir wären jetzt an unseren Platz gegangen und hätten über Epicstan und über den Stand der Schüler, okay, das sind auch YouTuber, und über den Stand der Schüler und Lehrer geredet. Es setzen sich bitte erstmal alle auf ihren Platz. Der hat mich jetzt aber erschrocken. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass er reingekommen ist. So, liebe Schüler, wir haben eine neue Schülerin. Das ist Ronja. It's me. Ich bin die neue Schülerin. Jeder ist bitte nett zu ihr. Ronja, du kannst dich neben Tobs setzen. Ein Junge aus der ersten Reihe hob seine Hand. Um den standen vorhin auch die Mädchen drumherum. Ich stellte meine Schultasche ab und setzte mich neben ihn. Hi, ich bin Tobias, aber du kannst mich auch Tops nennen, sagte er. Hallo Tops, schön dich kennenzulernen. Ich bin Ronja, sagte ich zurück und wendete mich dem Unterricht zu. Auch meiner Seite aus schön, dich kennenzulernen. Tops, nicht reden. Die Jungsgruppe von vorhin fing an zu lachen, während ich Hassblicke auf meinem Nacken spürte. Na toll, das fängt ja gut an. Danke, Tops. Jetzt hasst mich dein Mädchenschwarm. Erstmal Krise direkt. Nach dem Unterricht ging es zur Pause auf den Hof. Entschuldigung wegen vorhin, entschuldigt sich Tops bei mir. Ach, schon gut. Kommst du, Tops? Fragte ihn der andere Junge, um den Mädchen auch umstanden. Mann, die sind wirklich beliebt. Wenn herauskommt, dass die beiden eigentlich Mädchenschwärme oder so sind, würde mich das nicht wundern. Die zwei gingen raus, das Mädchen, was zu ihnen gehörte, blieb im Türrahmen stehen und musterte mich. Mir fielen dabei ihre klarblauen Augen auf und ihre schönen blonden Haare, die zu einem Zopf geflochten waren. Sie winkte mir zu und ging. Das war seltsam. Warum war das so seltsam? Kann man sich nicht mal zuwinken? Hey du! Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt und ich habe echt keinen Bock drauf. Warum hätte ich dir nicht zu Katha ziehen können? Dann wäre ich jetzt gemütlich auf dem Hof und quatsche mit Katha und Epicstan. Ja, ich habe mein Testament bereits geschrieben. Wie hast du es geschafft, dass Tops mit dir redet? Was? Du hast mich schon verstanden. Verstehe ich nicht. Ist es nicht normal, dass andere mit einem reden? Na gut, du bist ja die Neue. Also, Tops, Flo und Izzy sind die coolsten unter uns. Und Tops redet nicht mit uns. Das macht ihn so cool. Hilfe! Der ist ja wirklich ein Mädchenschwarm. Hast du gerade gesagt, die coolsten? Dass ich nicht lache. Hey, lass dir keine Lügen über die erzählen. Die sind in Wirklichkeit die größten Loser unter uns. Haha, meldet sich einer von den Jungs. Halt die Klappe, Roman. Ach ja, was du noch wissen solltest. Die sind immer zu viert unterwegs. Der vierte ist zwei Klassenstufen unter uns und ist der kleine Bruder von Flo. Er heißt Julian. Kinder, stellt euch jetzt raus, befahl uns der Lehrer genervt. Wenigstens habe ich ein paar Informationen über die drei. Und das Mädchen, was mich gemustert hat, heißt wohl Izzy. Okay, alle sind dabei, okay? Alle. Es sind nur YouTuber. Es ist eine ganze Klasse voller YouTuber. Auf dem Hof hielt ich Ausschau nach den dreien, oder besser gesagt vieren, dadurch sie wahrscheinlich gerade Julian bei sich haben. Auf jeden Fall habe ich sie noch nicht gefunden. Ich möchte Izzy nochmal sehen. Sie hat mein Interesse geweckt. Mach mit der Info, was du willst. Hey, aus dem Weg! Die Jungsgruppe aus meiner Klasse stößt mich allerseits weg. Einer von ihnen kam zurück zu mir. Hey, tut mir leid, nimm das nicht persönlich. Roman dreht durch wegen den anderen. Ich bin übrigens Lars. Ronja, richtig? Ja, richtig. Ist schon alles gut. Mach dir keine Sorgen. Lars, was machst du da? Wurde er von seinem wahrscheinlich Freund Roman zu sich gerufen. Als Lars wegging, schaute ich hinter ihm her.
Danach schweifte mein Blick wieder über den ganzen Hof, bis ich sah, wonach ich gesucht hatte. Ich ging in die Richtung, doch dann blieb ich stehen, da ich keine Ahnung hatte, was ich sagen sollte. Das Mädchen mit den blonden Haaren und blauen Augen sah mich wieder an und musterte mich. Was findet ihr denn so toll an mir, dass man mich immer anstarren muss? Okay, easy POV. Das neue Mädchen aus meiner Klasse steht da. Wie heißt sie nochmal? Ronja. Hey Tops, du hast doch vorhin im Unterricht mit Ronja geredet, oder? Wie war sie denn so? Fragte ich ihn. Naja, wirklich viel geredet haben wir nicht, aber sie machte einen netten Eindruck auf mich. Das heißt doch nichts Gutes, wenn du dich für jemanden interessierst, behauptet Flo. Naja, damit hatte er nicht so ganz Unrecht, denn das heißt, ich muss mich mit dir anfreunden? War klar, dass das jetzt kommt, sagte Julian. Da mache ich mit. Das war auch klar, dass du das jetzt sagen würdest, sagte Julian zu Flo. Ich hoffe, sie ist kein Einzelgänger wie Paul, unser Streber. Und ich hoffe, dass sie nicht so blöd ist wie Roman. Shots fired. Jetzt haben wir Musik und sind in einem anderen Raum, also ging eine neue Sitzordnung. Da kann sie neben mir sitzen. Ich möchte nur mal anmerken, dafür, dass die Beschreibung war, in der Fanfic, dass ich so unbeliebt bin, dass keiner mich mag in der Klasse, schlagen sich die Leute gerade drum, mit mir zu reden, okay? Ich bin hier quasi Fame. So, jetzt haben wir Musik, sitzen in einem anderen Raum, also gibt es eine neue Sitzordnung, da kann sie neben mir sitzen. Im Raum angekommen, haben wir uns schon mal einen Platz gesichert. Als Ronja reinkam, winkte sie zu mir. Sie kam auch zu uns und setzte sich neben mich. Hi, ich bin Izzy, schön dich kennenzulernen, begrüßte ich sie und steckte ihr meine Hand entgegen. Ich bin Ronja, auch schön dich kennenzulernen, sagte sie und schüttelte meine Hand. Dann kam auch schon der Lehrer rein und fing mit dem Unterricht an. Ich hörte ihm gar nicht zu, sondern schaute die ganze Zeit auf Ronja und überlegte, wie wir am besten Freunde werden können. No! Das ist cute! Ich hatte jetzt aber wirklich nicht mehr etwas. Wer will... Ach so, der Lehrer sagt es. Wer will, kann hier etwas auf der Gitarre vorspielen. Ich wünschte, manchmal wird dabei stehen, wer was sagt. Ich bin ein bisschen verwirrt manchmal. Ich weiß nicht ganz, was so ein bisschen der Vibe ist. Aber ist okay, ich gewöhne mich dran. Ronja meldete sich und ging vor. Ronja, gerne doch. Sie nahm die Gitarre und spielte was vor, was eigentlich gut klang. Sie kam wieder zurück und nahm mir einen Zettel und einen Stift, wo ich draufschrieb, das klang wirklich gut, und schob ihr den Zettel zu. Psst. Sie nahm den Zettel, las ihn, schrieb was drauf und schob ihn mir zurück. Danke, stand da. Sie hatte eine schöne Schrift, das muss man ihr lassen. Ich schrieb drauf, pass mal auf, ich zeig dir, was ich kann, und schob den Zettel wieder zurück. Ronja las ihn und schaute mich fragend an. Ich meldete mich. Izzy? Okay, na dann. Ich ging vor, nahm die Gitarre und spielte einfach nur die Saiten an. Nein, Izzy, stopp, stopp! Das klang ja schön, aber lass die anderen auch noch spielen. Die ganze Klasse lachte. Danke, danke, liebes Publikum. Ich setzte mich auf meinen Platz und sah in Ronjas Gesicht. Sie musste auch lachen. Das brachte mich zum Grinsen. Na, Izzy hängt wohl lieber am Rechner, anstatt mal was Vernünftiges zu machen, sagte Roman zu mir. Das traf mich und ich schaute traurig auf den Tisch. No, das machst du doch auch nicht anders, du Lappen, schrie Tops ihn an. Okay, eskaliert hier die Situation. Hört auf zu lachen, ihr seid alle nicht viel besser, verteidigte mich Flo. Auf einmal spürte ich eine warme Hand an meinem Rücken. Es war Ronjas Hand und sie streichelte mich am Rücken. Hey, ich bin mir sicher, du hast schon viel Vernünftiges gemacht. Lass dir nichts einreden. Ah, das ist süß. Und obwohl wir uns gerade kennengelernt haben, versuchte sie mich schon zu trösten. Beruhigt euch, uns wird weder beleidigt noch rumgeschrien, dass wir uns hier verstanden haben, Tops, ja? Mischte sich der Lehrer ein. Tops verdrehte die Augen und beruhigte mich. Okay, ich möchte hier kurz ein paar Statements zum Wahrheitsgehalt dieser Geschichte machen. Erstmal, Tops hat wirklich viel rumgeschrien. Das ist wahr. Sowohl in den Videos, als wir früher aufgenommen haben, für die, die das nicht wissen, ich war übrigens früher in der Aufnahmegruppe mit dem Chaos-Flow und dem Tops. Und die haben, also der Tops hat wirklich viel geschrien, deswegen sehe ich, woher der Story-Schreiber das hier hat. Ich kann keine Gitarre spielen. Ich weiß nicht, ob die Easy Gitarre spielen kann. Ich kann keine Gitarre spielen. Ich kann Geige spielen, ich kann Klavier spielen. Ich kann keine Gitarre spielen. Nach Schulabschluss packte ich meine Sachen zusammen, verabschiedete mich von Flo, Tops und Julian und ging zum Bus. An meiner Bushaltestelle sah ich Ronja. Ich setzte mich neben sie auf die Bank. Hey Ronja, danke übrigens in Musik fürs Trösten. Ach, kein Problem. Da kam auch schon der Bus, wir stiegen ein und setzten uns in einen Vierersitz. Ronja, wollen wir Freunde sein? Sie schaute von ihrem Handy hoch und schaute mich überrascht an. Klar, gerne. Schön, das freut mich. Lass uns unsere Nummern austauschen. Claro. So ist es passiert. 1:1. Die Izzy war zwar nicht im Bus, aber wenn mir eine E-Mail geschrieben hat, geschrieben, Ronja, wollen wir Freunde sein? Habe ich gesagt, let's go easy, lass uns Freunde sein und seitdem. Klar, wir tauschten Nummern aus und quatschten miteinander. Nach einer Weile kam ihre Haltestelle und sie stieg aus. Vorher verabschiedeten wir uns auch noch voneinander. Eine Haltestelle weiter stieg ich auch schon aus. Zu Hause angekommen, warf ich meine Schultasche in die Ecke, zog meine Schuhe und meine Jacke an, ging ins Bad und zog mir bequemere Sachen an und dann ging ich in mein Zimmer. Ronja, irgendwo habe ich sie schon mal gesehen. Ich nahm mein Handy, ging auf YouTube und gab Ronja ein. Tatsächlich, ich habe sie schon mal gesehen. Ronja ist richtig Ronja von YouTube. Oh mein Gott, Izzy, guck meinen Account. Mann, ich feiere ihren Account. Wir könnten ja mal Videos zusammen machen. Ich saß schon 2 Stunden an meinem Handy und habe auf YouTube Videos von Ronja angeguckt. Wir könnten echt mal Videos zusammen aufnehmen. Das frage ich sie morgen mal in der Schule. Ich bekam eine WhatsApp-Nachricht von der Tops-Stinkt-Gruppe. Wir diskutierten, wann wir wieder ein Video drehen und was wir für ein Video drehen. Als wir zu dem Entschluss gekommen sind, legte ich mein Handy weg und schmiss mich auf mein Bett. Ich schwebte in meinen Gedanken, was heute alles passiert ist, ging nochmal die Stunden durch mit Roman und kam auf Ronja.
Franja, sie hat auch solche blauen Augen. Das ist wahr, ich habe blaue Augen. Und wie ich. Und auch solche blonden Haare. Nur etwas kürzere. Und die Spitzen sind rosa gefärbt. Okay, das war zu der Zeit, da hatte ich scheinbar pink gefärbte Spitzen. Als ich mir nochmal ein Bild von ihrem Gesicht machte, schlief ich ein. Obwohl heute kein anstrengender Tag war, bin ich trotzdem so erschöpft gewesen. Oh mein Gott, du hast sogar noch, noch Side Notes vom Autor. Hey, ich habe keine Ahnung, ob Ronja Gitarre spielen kann. Ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Ich kann keine Gitarre spielen, es tut mir leid. Irgendein anderes Instrument. Okay, jetzt haben wir wieder mein POV. Nachdem ich aus dem Bus ausgestiegen bin, lief ich nach Hause. Zu Hause angekommen, schloss ich die Tür auf und ging rein. Mama, ich bin wieder zu Hause, rief ich durch das Haus. Dann kam auch gleich schon meine Mama von der Stube in den Flur gelaufen. Und, wie liefst du dein erster Schultag? Ich schaute sie mit breitem Grinsen an. Es war heute ganz schön, bis auf ein paar Sachen mit den Jungs. Wirst du geärgert? Fragte meine Mutter schockiert. Nein, ich nicht. Komm erstmal mit in die Stube, da kannst du mir alles erklären. Ich ging mit meiner Mama in die Stube und erklärte ihr die gesamte Situation. Also ich freue mich, dass du schon Freunde gefunden hast und dass deine Freundin Izzy von diesen Jungs geärgert wird, macht mir Sorgen. Lass dich bitte nicht in den Streit mit reinziehen, sagte meine Mama besorgt zu mir. Das kann ich dir nicht ganz versprechen, weil die anderen Freunde von Izzy schon mit reingezogen wurden. Verstehe. In meinem Zimmer saß ich auf meinem Bett und schrieb mit Cutter. Wir unterhielten uns über Epicstern, meinen ersten Schultag, was ich heute so verpasst habe, und um die berühmte Gruppe aus meiner jetzigen Klasse. Als sie dann schließlich Hausaufgaben machen musste, wendete ich mich YouTube zu. Tops? Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Ich googelte YouTube und gab Tops ein. Mir wurde ein YouTube-Kanal vorgeschlagen. Tatsächlich, das ist ein YouTube-Kanal. Und die anderen da? Nicht wahr, oder? Deswegen sind die so berühmt. Das sind YouTuber, genau wie ich. Das heißt, wenn Tops und Julian schon mit wenigeren Abonnenten als ich berühmt sind, werde ich auch berühmt sein. Wenn rauskommt, dass ich auch eine YouTuberin bin. Naja, ob ich berühmt in der Schule bin oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich könnte ja mit Izzy zusammen aufnehmen. Mir ist langweilig. Ich habe den ganzen Tag TikTok geschaut. Ich kann ja mal versuchen, mit Izzy zu schreiben. So relatable. Ich bin auch oft müde. Und ich bin auch oft den ganzen Tag auf TikTok. Von daher, und ich bin auch YouTuberin. Die Geschichte macht hier viel Akkurates aus meinem Leben. Was ich aber hinzufügen möchte, ich habe ja noch kein YouTube gemacht, als ich in der Schule war. Aber trotzdem weiß jeder, der bei mir früher in der Schule war, dass ich jetzt YouTube mache. Ich habe keine Ahnung, woher die das irgendwie mitbekommen haben, aber jeder weiß. Also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich Leute treffe, mit denen ich früher in der Jahrgangsstufe war, sind die so, oh mein Gott, ich habe gesehen, du machst YouTube. Und man ist so, ja. Yeah. Naja, ich weiß nicht, ob ich dadurch beliebter bin oder weniger. Das kann ich euch leider nicht sagen. Also, aber ja, die Informationen sind nicht alle ganz gelogen. Easy. Hey, Izzy, Lust zu schreiben? Keine Antwort. Vielleicht nimmt sie ja gerade auf oder ist unterwegs. Schatz, Abendbrot. Oh, meine Mama ruft mich. Ich komme, rief ich zurück. Ich ging die Treppe runter und saß mich zu meiner Mutter an den Tisch. Ist morgen irgendwas Besonderes in der Schule? Nein, ich habe dir doch schon alles erzählt. Ich möchte nur sicher gehen, dass du keinen schlechten Eindruck an deinem zweiten Tag in der neuen Schule machst. Ja, ja, schon gut. Mann, manchmal kann sie einem mit ihrer Fürsorglichkeit echt auf die Nerven gehen. Am nächsten Tag. Diesmal fuhr ich mit dem Bus. Gestern hatte mich meine Mama gefahren. Hoffentlich treffe ich Izzy im Bus, weil wenn sie mit meinem Bus zurückfährt, muss sie bestimmt auch mit diesem Bus zur Schule, außer sie fährt eher. Naja, ich schrieb gerade mit Katha, die sich darüber beschwerte, dass Epicstern sie schon wieder zu spät abholte. Und auch darüber, dass wir noch nie zusammen aufgenommen haben. Immer nur sie und Epicstern, nie mit mir. Das ist natürlich belastend. Katha und ich sind ja scheinbar auch einfach Besties. Dass wir dann nie zusammen aufgenommen haben und jetzt bin ich hier einen Tag in der neuen Schule und will direkt mit Izzy aufnehmen? Weiß ich nicht, ob das unsere Freundschaft überleben kann, aber muss man halt gucken. Naja, dafür gibt es auch eine ganz einfache Erklärung. Ich kann einfach nicht, wie sie, so kindisch schauspielern. Aber das habe ich ihr schon tausendmal erzählt. Aber glauben wird sie es mir nicht. Der Bus hielt an und jemand stieg ein. Ich nicht von meinem Handy aufguckend, deswegen wusste ich auch nicht, wer das war. Die Person setzte sich mir gegenüber und zog mir mein Handy aus der Hand. Hey, guten Morgen, von mir saß Izzy. Guten Morgen, sagte sie fröhlich. Izzy, guten Morgen. Ich griff nach meinem Handy, doch sie zog es weg. Gib mir mein Handy wieder. Ich griff erneut danach, doch sie zog es weg. Ich stand auf, wollte nach ihrer Hand packen, als der Bus ruckartig bremste. Ich verlor mein Gleichgewicht und fiel auf Izzy. Au, alles gut bei dir? Fragte mich Izzy besorgt. Ich blickte zu ihr auf. Sie hatte mich aufgefangen. In dem Moment war ich froh, dass sie da saß. Ja, alles gut. Ich setzte mich wieder auf meinen Platz und sie gab mir mein Handy zurück. Danke, kein Problem. Ich schrieb Katha noch, wir unterhielten uns und Izzy erzählte von Flotops und Julian und dass sie mich heute ihnen vorstellen würde. Wild. Okay, also bis jetzt würde ich sagen, ich bin schon beliebter in der Geschichte. Ich sehe aber, was der Autor versucht hier. Ich sehe das. Der versucht hier ein Izzy und ich-Ship aufzubauen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich darüber fühle, okay? Ich krieg's mit. Ich krieg die Vibes. Ich guck genug K-Dramas, um zu wissen, dass wenn Leute aufeinander fallen, das so, oh nein, hoppala, oh. Und dann weißt du, gucken sie sich in die Augen und auf einmal sind sie verliebt. Ich habe das schon gesehen. Okay, ich guck genug Dramas. Ich saß auf meinem Platz und wartete immer noch, bis mein Sitznachbar kommt. Flo war mittlerweile auch schon da. Wo bleibt denn Tops? Er kommt wieder spät, sagte Flo zu mir. Ist das immer so? Naja, manchmal schafft er es auch rechtzeitig hier zu sein. Ich hörte die Jungs wieder lachen. Naja, und dann hat sie angefangen zu heulen, haha. Sie lachten erneut. Izzy stand ruckartig auf. Ich muss mal auf die Toilette.
Izzy ging aus dem Klassenraum. Izzy, rief Flo ihr hinterher. Folg du ihr bitte, ich kann ja nicht auf dieses Mädchenklo, bat mich Flo. Hatte ich vor. Ich stand auf und folgte Izzy auf die Toiletten. Dort angekommen, hörte ich sie seufzen in einem der Kaminen. Ich öffnete die Kabine, wo Izzy drin war. Sie war komplett verheult. Izzy? Geh weg! Ich ging auf sie zu und umarmte sie. Izzy erwiderte die Umarmung. Alles wird gut. Roman ist ein Vollidiot. Lass dich nicht von dem, was er sagt, beeinträchtigen. Ich hoffe mal, dass der Junge auch wirklich so heißt. Sie nickte in meine Schulter. Dafür, dass Izzy und ich uns erst seit gestern kannten, vertraute sie mir schnell. Ist aber auch kein Wunder, weil sie mich jetzt als erste Freundin hat unter den drei Jungs. Eigentlich wollte ich gerade mich wieder aufrichten von der Umarmung, aber Izzy ließ mich nicht los. Sie zog mich mit auf die Toilette. Das tut wenigstens meinem Rücken gut. Ich streichelte ihr mit meiner Hand über den Rücken. Sie zog mich näher an sich und kuschelte sich an mich ran. Das war schon etwas süß. Sag mal, Izzy, was ist denn zwischen dir und Roman? Wir hatten einen großen Streit, über den ich ungern rede, seufzte sie. Oh, okay. Sie tat mir in dem Moment leid. Autor sagt, hey, falls ihr euch by the way fragt, wie alt die in meiner Geschichte sind, sie sollten so 16-, 17-Jährige darstellen. Alles klar. Ich denke, das ist alles, wofür wir heute Zeit haben. Ich merke, was der Autor hier versucht, okay? Es entgeht mir nicht. Ich sehe hier die große Kuppelei. Auf einmal hänge ich hier mit Izzy so auf dem Mädchenklo. Ich meine, ich sag normalerweise, wäre ich jetzt nicht so verdächtig. Weil man ja eh Freunde ist. Und ich habe das Gefühl, unter Freunden umarmst du dich und ist jetzt keine größere Sache. Aber dadurch, dass ich die Story-Zusammenfassung gelesen habe, bin ich hier auf jeden Fall der ganzen Sache auf der Spur. Vielleicht bin ich der ganzen Sache auch nicht auf der Spur und ich habe einfach nur die Netzbeschreibung gelesen. Und deswegen lese ich hier Sachen rein, die gar nicht da sind. Naja, wie dem auch sei. Falls ihr wollt, dass ich sowas nochmal mache oder dass ich weiterlese oder sonstiges, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie gesagt, die Fanfiction heißt Die Neue und dann Rosi FF. Dann könnt ihr die selber lesen, falls ihr da invested in die Story seid. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Schaut unbedingt beim Merch vorbei. Und bevor ich es vergesse, ich habe einen Community-Discord. Der ist auch in der Beschreibung verlinkt. Da müsst ihr irgendwo Discord stehen und dann der Link. Da könnt ihr sehr gerne drauf joinen. Da bin ich drauf, da ist Izzy drauf. Da sind generell auch einfach ganz viele Leute drauf. Und dann könnt ihr zusammen im Chat schreiben und Bilder schicken und Fanarts schicken. Und halt einfach... Es gibt Talkrunden, es gibt Spielerunden etc. pp. Falls ihr da interested seid, dann klickt gerne auf den Link. Ich würde mich sehr freuen, euch auf dem Discord zu sehen. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!